Das ist auch ein Feind. Versucht, das Oberhaupt einer der Familien von Mr. House zu töten. Der Kerl ist entweder verrückt oder hat Eier so groß wie Freeside. Jo. Okay, ab hier hinter. Ich nehme an, das hier ist die kaminrote Karawane. Da steht's da schon. Crimson Caravan. Und hier ist trotzdem noch ein Feind. Unhold. Das haben wir gleich. Och, Boone. Bist du auf aggressiv gestellt? Nee, er steht auf Blümchen. Und schießt trotzdem. Och Mensch, ich wollte dir erschießen. Naja. Dann plündern wir sie mal. Was hat sie denn dabei? Ein Lasergewehr? Haben wir auch, oder? Können wir reparieren? Ah ne, wir haben die zwei richtig guten... Drei richtig guten Lasergewehre dabei. Ja, darfst du also quasi behalten. Ich nehme aber deine Munition mit. Schlagring. Nee, wir machen eh keinen Nahkampf. Okay. Knifft wieder wegstecken. Das eine KMH, was wir da schneller laufen, nutzen wir natürlich vollkommen aus. Kaminrote Karawane. Ne, Kaminrote Karawanenkompanie. Okay, rein geht's. Ah, ich weiß noch, in Fallout 1, da habe ich, weiß nicht mehr, wie das da hieß. Ist dann doch schon zu lange her, dass ich das gespielt habe und da rennt schon einer auf uns zu. Deswegen öffne ich mal ganz kurz. Hey, wie geht's? Ja. Hier ist der Ach, Ringo. Bezahlung, die ich Ihnen in Good Springs versprochen habe. Yeah, 150 Kronkorken. Okay, bevor ich da weitermache. Ja, habe ich auch immer Karawanen beschützt. Das habe ich Stunden, wirklich Stunden und Tage immer wieder gemacht. Immer wieder Karawanen, aber am laufenden Band nur Karawanen beschützt. Da habe ich so eine Kohle mitgemacht. Ich glaube, ich war damals der reichste Mensch in Fallout 1. So, wer hat hier das Sagen? Was ist Ihr nächstes Ziel? Machen wir erstmal das. Alice McLafferty ist Chef in der kaminroten Karawane. Sie finden sie drüben im Hauptbüro. Okay, was sind die Regeln für Karawane? Ne, was ist Ihr nächstes Ziel? Ich bereite mich auf eine Karawane hoch nach Utah vor. Da gibt's eine Stadt namens New Canaan, die relativ wohlhabend sein soll. Die kaminrote Karawane hat in der Gegend keine Filialen, also liegt es an mir, den ersten Schritt zu machen. Okay, dann erklären wir mal die Regeln für Karawane. Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Der Sieger bekommt den gesamten Einsatz. Man baut mit seinen Karten eine Karawane. Das Ziel ist es, Karawanengebote zu machen, die die Gebote des Gegners schlagen. Es geht also mehr um Strategie als um Glück. Darum sieht man Karawane auch in keinem Casino. Es ist zu langsam und wichtiger, die Bank hat keinen Vorteil. Hier, nehmen Sie dieses Holoband. Es erklärt die Regeln genauer. Sie benötigen außerdem einen Kartensatz. Hier, einer von meinen. Also, Lust auf eine Partie? Ich habe momentan keine Zeit zum Spielen. Mach es erstmal, bestimmt erstmal dieses Holoband anhören. Renne aber nicht weg. So, sonstige... Ne, Daten müssen wir gehen. Sonstige. Zugangscode. Für, keine Ahnung was. Karawanenspielanleitung. Bauen eines Kartendecks. Ein Karawanendeck besteht aus mindestens 30 Karten aus einem oder mehreren herkömmlichen Kartensätzen. Das Deck kann je nach Strategie des Spielers beliebig viele Karten eines Typs haben, jedoch keine doppelten Karten desselben Satzes. So wäre beispielsweise ein Deck mit einem Pik König aus Satz A und einem Pik König aus Satz B zulässig, wohingegen mehr als ein Pik König aus Satz A unzulässig wäre. Okay, Regeln. Karawane ist ein Spiel, bei dem zwei Spieler drei gegenüberliegende Reihen oder Karawanen aus nummerierten Karten legen. Das Ziel ist es, die Karawane des Gegners mit einem höheren Gesamtwert der nummerierten Karten zu überbieten, ohne dass die eigene Karawane zu leicht, unter 21 oder überbelastet über 26 ist. Also muss ich immer Sets bauen und zwischen 21 und 26 kommen. Zu Spielbeginn nimmt jeder Spieler 8 Karten seines Decks und legt entweder eine Zahlkarte oder ein Ass auf jede Karawane. In dieser ersten Runde dürfen die Spieler keine Karten ablegen. Sobald beide Spieler ihre 3 Karawanen angefangen haben, kann jeder Spieler in seinem Zug eine oder folgende Aktion durchführen. Eine Karte ausspielen, eine neue Karte aus seinem Deck auf die Hand ziehen. Eine Karte aus der Hand ablegen, eine neue Karte aus seinem Deck ziehen. Eine der 3 Karawanen auflösen, alle Karten aus diesem Stapel entfernen.
Okay, Karawanen haben eine Richtung, das heißt, die Zahlen sind entweder aufsteigend oder absteigend und eine Farbe. Die Farbe wird bestimmt durch die erste Karte, die auf eine Karawane gelegt wird, die Richtung durch die zweite. Alle folgenden Karten müssen die Richtung fortsetzen oder die Farbe der vorherigen Karte haben. Naja, was ist denn? Oder die Farbe der vorherigen Karte haben. Karten mit demselben Zahlenwert dürfen nicht in Folge gespielt werden, unabhängig von der Farbe. Hofkarten, Bube, Dame, König, Joker können in einer beliebigen Karawane an Zahlenkarten angelegt werden und haben unterschiedliche Auswirkungen. Kartenwerte. Joker wird ein Ass 2 bis 10 angelegt. Der Effekt variiert, je nachdem, ob es ein Ass oder eine Zahlkarte ist. Ja, das sind hier noch so viele Regeln. Die werde ich mir irgendwann mal offline durchlesen. Dann werde ich auch erstmal offline ein Spiel machen. Und dann, ja, wenn ich es verstanden habe irgendwann, werden wir da mal schauen, was da so abgeht. Okay, ich muss mal ganz kurz niesen. So, und weiter geht's. Unser Questfall zeigt hierhin. Wahrscheinlich sollen wir zu McLafferty oder wie die gute Dame heißt. Wachbaracken. Dann gehen wir mal hier rein. Du Die bist Dinge das. werden jeden Tag seltsamer. Das Willkommen versprechen bei wir der mit dir. Karminroten Karawanenkompanie, Zweig New Vegas. Was kann ich für Sie tun? Ich suche Arbeit. Ich würde gern mehr über die Kaminrote Karawane erfahren. Sicher. Was wollen Sie denn wissen? Wie lange sind Sie schon im Die Geschäft? Karminrote Karawanenkompanie ist seit 130 Jahren im Geschäft und mitverantwortlich für den Fortschritt in der RNK. Hört schon mal gut an. Da wir für die RNK arbeiten wollen, bin ich immer für Parteien, die mit der RNK zusammenarbeiten. Hat die Kaminrote Karawane irgendwelche Konkurrenz? Nun, die Waffenschieber beherrschen den Waffenmarkt und mormonische Händler aus New Canaan kontrollieren den Großteil der nördlichen Routen. Sie sind gut angezogen für diesen Ort. Glücklicherweise kümmere ich mich um unsere Unternehmung im Hub in Kalifornien. Aber der New Vegas-Zweig bleibt zu weit hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der Bedingungen hier ist mir auch klar, warum. Aber das werde ich schon bald genug ändern. Ich habe keine weiteren Fragen dazu. Sprechen wir über etwas In Ordnung. anderes. Kann ich Ihnen irgendwie anders weiterhelfen? Schauen wir mal. Suchen wir dann Arbeit? Ja, dann machen wir mal Arbeit für die hier. Leider haben wir aktuell keine freien Stellen für Karawanentreiber oder Wachen. Aber ich bräuchte einen Boten. Klingt gut, was muss ich tun? Geben Sie Dr. Hildern diese Rechnung. Sie finden ihn im Camp McCarran. Okay. Auf Wiedersehen. War mir eine Freude. Da mal raus hier. Ja, wäre Diebstahl, war mir fast klar. Bei der Kaminroten Karawane aushelfen, falls sie nach Karawanenarbeit suchen. Okay. Die Rechnung der Kaminroten Karawanenkompanie zu Dr. Hildern bringen. Ja, das machen wir auch. Im Fort McCarran. Wenn es das Fort ist, was ich meine, dass es das ist, dann waren wir da noch nicht. Deswegen schaue ich mal kurz auf meine Karte. Ach ne, das soll direkt hier. Soll hier drin sein? Irgendwo hier hinten. Wir sind schon nah dran, so wie der Pfeil unten ausschlägt. Ach, hier rein. Yep. Da waren wir doch gerade drin. Moment, ich glaube, da ist eine falsche Quest aktiv. Genau, verlass dich auf mich. Das hier machen wir. So, okay, kein Wunder, dass das jetzt hier nochmal reingezeigt hat. Und dazu gucke ich jetzt nochmal auf die Weltkarte. Das ist hier, Camp McCarran. Da waren wir aber noch nicht. Dann gehen wir hier hin. Zur geplünderten Importkarawane. Die haben wir schon entdeckt und dann gehen wir ja direkt auch. Okay. Ein Aschehäufchen. Das haben wir, glaube ich, schon durchsucht, wenn wir schon hier waren. Und wo sollen wir hin? Da lang. Och, hoffentlich ist das jetzt ein, ist das in New Vegas drin. Müssen wir jetzt hinter den Mauern?
Wenn nicht, gehe ich nach Nordhor des Strips. Okay, sorry, Leute. Ich habe jetzt keine Lust, da tausendmal um die Mauern zu laufen. Dann gehen wir lieber hier lang. Hast du fein gemacht, Boon. Der schießt echt alles um, was ihm auch nur irgendwie in den Weg kommt. So, wir sollen hier hinter. Laufen wir da mal hin. Ich ziehe noch. Nee, ich will meine Knifte nicht ziehen, weil wir so schneller laufen. Okay. Da mal Abmarsch. Kommt ihr? Ja. Ich finde es wenigstens gut, dass er auch im Hardcore-Modus, also jetzt Boon und IDI, dass sie unendlich Munition scheinbar haben. Das ist schon mal sehr hilfreich. Da muss man denen nicht auch immer noch Munition geben und alles. Das wäre dann ja fast eine Wirtschaftssimulation. Ja, wenn man hier so sein Inventar haushalten muss und dann auch noch. Ja, und dann auch noch aufpassen muss, wie seine Gefährten Munition haben. Sind wir schon nah dran? Na, ein bisschen schlägt er aus. Wir nähern uns auf jeden Fall in großen Schritten. Acme Reality, aber leider geschlossen. So, hier hinter geht's. Kommt der denn her? Boon rotzt hier wirklich alles weg. Mal, dafür bin ich dankbar. Er hat mir schön den Rücken gedeckt eben wieder. Wer bist du denn? Das ist mal ein seltsamer Roboter. Das sind Kinder. Wo kommen die denn immer her? Der hat auch nichts dabei. Die haben, hier ist noch. Ne, die hatten wir eben schon, oder? Machete. Ich war alles gut. Ich bekomme dafür EPs und so. Naja, so. Und jetzt ist Dixon weggerannt. Schade. Wollte mich doch mit ihm unterhalten. Wer bist du denn? Bist auch ein Ghoul? Faulfresser. Hallo, Faulfresser. Hast du mal einen Kronkorken? Kriegst doch was dafür. Kann es sein, dass du irgendwas von mir willst, das ich mir besser nicht vorstelle? Tut mir leid, vielleicht schauen wir mal. Oh, das ist ein Brüller. Du bist echt nicht mein Typ, nein. Ich kann dir gerne einen Tipp geben. Mir quasi mein Geld richtig verdienen. Okay, hätte sein können, dass er uns einblasen will. Was für ein Tipp. Du scheinst hier neu zu sein. Ich weiß jede Menge Kram, der nützlich sein könnte. Und wenn nicht, kostet so ein Tipp von mir ja nur einen Kronkorken. Also, was meinst du? Den einen Kronkorken haben wir gerade so übrig. Als erstes muss man wissen, dass Freeside von einem Haufen Wichtigtuer regiert wird, die sich die Kings nennen. Ihr Anführer nennt sich selbst seltsamerweise der King. Und hat momentan alle Hände voll damit zu tun, einen ausgewachsenen Aufstand zu verhindern. Das waren schon zwei Tipps. Aber was soll's? Bist ja Neukunde. Also geht der zusätzliche auf mich. Willst du noch einen hören? Einen Korken entfernt. Ja, einen noch, komm. Am Nordwestende der Freeman Street findet man das Silver Rush. Eine ziemlich gruselige Familie namens Van Graff leitet es. Vertrau mir, mit denen möchte man sich nicht anlegen. Aber wenn Laser dein Ding sind, dann kriegst du da die beste Ware. Und was? Nein. Ich verstehe. Schönen Tag noch. Jo, dir auch, Faulfresser. Ja, leider hat er nur uns Sachen erzählt, die wir schon wussten. So, Dixon, bleib mal jetzt Das hier. ist mal ein seltsamer Roboter. Genau, sprich zu Suchen mir. Sie nach einem Schuss? Dann habe ich, was Sie brauchen. Was verkaufen Sie? Riskieren Sie mal einen Blick, Baby. Buff out, Dixons Jet, Dixon Whiskey. Fixer. Ja, und du hast auch nicht genug Geld dabei. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Drogenhändler. Mag ich gar nicht. Was ist da hinten in der Mülltonne? Oh, hier kann man auch reingehen. Schauen wir nochmal. Guten Tag, hallo. Guten Tag.
Ja, keiner zu Hause gewesen. Wir gehen natürlich gleich nochmal hoch. Vielleicht liegt da noch was rum. Ah, 12 Korken in der Mülltonne. Sowas sieht man doch gerne. So, dann gehen wir noch. Könnten wir hier schlafen? Ja, könnten wir. Wollen wir da jetzt schlafen? Nein. Okay, hier ist nichts. Springen wir runter. Und betreten wieder das äußere Vegas. So, und wo soll das jetzt sein? Und weiter hier hinten. Bist du ein Händler? Hast du Geld einstecken? Ich hätte ein paar Lasergewehre im Angebot. Zeig mal her. Ah, 1400, damit können wir schon ein bisschen besser arbeiten. Und wir haben für dich zu verkaufen Lasergewehre. So, und hätten wir noch was für dich? Das Plasmagewehr kannst du dir nicht mehr leisten, gell? Na, dann zeig mal her, was du hast. 9 mm Pistole, nee. Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser, und dann kommen wir genauso hin. Das ist doch schön. Akzeptieren. Yay. Weg mit dem Ramsch. Ach, weil wir 10.000 jetzt verdient haben durch Verkaufen. So, wir gehen aber mal weiter, denn wir müssen ja noch eine Rechnung übermitteln oder überbringen. Und ich gehe extra mal hier lang, denn hier soll noch ein Ort sein, den wir noch nicht entdeckt haben. Und es liegt ja gleichzeitig fast auf dem Weg zum Fort. Was das hier? Was ist das? Sieht aus wie ein Zirkus. RNK, was? Pachtfarmen. Ah, hier kann man sich also von der RNK Farmen mieten. Okay, können wir hier denn irgendwo rein? Nein. Können wir hier Mais klauen? Könnten wir, wenn denn Mais da wäre. Na gut, dann gehen wir mal hier rüber. Und dann gehen wir jetzt aber mal hier hinten in die Richtung, dass wir uns nicht allzu weit entfernen. So, ist das noch weit weg? Scheinbar. Ich glaube, ich bin den größten Umweg gelaufen, den es wahrscheinlich überhaupt gibt. Aber egal, wir haben nette Leute kennengelernt, wir haben Drogenhändler kennengelernt. Was will man mehr? Halt, da kommen wir nicht durch.